Toll! Heute, Angela Merkel rettet die deutsch-amerikanische Freundschaft. Unsere amerikanischen Freunde sind sauer. Überall nur total undankbare Deutsche. Der Kanzler hat alles vermasselt. Ein hoffnungsloser Fall? Nein, ein Fall für Angela Merkel. Spontan startet sie zu einer sensationellen Freundschaftsaktion. Im Gepäck ein sensationelles Konzept, der Merkel-Plan. Damit sagt Deutschland Danke Amerika. Im Dienst der Freundschaft organisiert Angie eine gigantische Luftbrücke in die Staaten. Alle Crowds aus Deutschland schicken Pakete, um die Herzen der Amerikaner wieder zu gewinnen. Slogan: Care for Freundschaft. Mit Hilfe der Bundeswehr erklärt Merkel die USA zur freundschaftlich besetzten Zone. Unsere Militärbasen im ganzen Land sollen zeigen, dass auch deutsche Soldaten die Freundschaft zu den Amerikanern sehr ernst nehmen. Donald Rumsfeld weint vor Freude. Da staunt selbst Hollywood. Angie verschenkt an alle amerikanischen Freunde Videos deutscher Top-Produktionen. Die Lindenstraße wird zur Kultserie. Deutsche Typen gelten endlich wieder als cool. Amerika jubelt. Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist gerettet. Dank dieser Frau. Danke, Angela Merkel. Das war toll. Und nächste Woche Riesenerfolg für die Bundeswehr. Mit neuen Geheimwaffen lösen unsere Jungs den Irak-Konflikt doch noch. Der deutsche Trick: Friedenstauben. Und das war's von uns. Wenn Sie mögen.